Vorschlag für eine Challenge: vor jedem Game einen Zufallssimulator deine DPI bestimmen lassen. Shit, das ist jetzt natürlich Xerath-Mitte. Da ist jetzt ein bisschen Tilter, muss ich sagen. Darf es dann der Darius sein? Oder was darf es für sie sein, junger Mann? Oder junge Dame? Was darf es für sie sein? Darius, ah ja. Es ist natürlich die Frage, ob ich hier Ghost Nivea spielen möchte, vielleicht. Für den extra Peace-Charakter. Ich glaube, wir wollen schon ein bisschen mehr peasen als sonst. Ansonsten werden wir schwierig nur rankommen an den Kollegen. Ghost ist allgemein relativ gut hier. Ein Knoppi-Foul und ein Crisco. Vielen lieben Dank auch da. Anivia ist doch insane hier, oder nicht, mein Sohn? Ja, Anivia ist gut gegen alle, bis auf Xerath. Xerath ist ein Hardcounter. Aber ja, die ist gegen 4 von 5 Champions, ist die absolut insane bei den Gegnern. Ein Hydragon, vielen lieben Dank dir für den Support auch. Einen wundervollen wünsche ich. Willkommen, willkommen. Hat Ari geklappt? Nee, Ari hat leider nicht geklappt. Das war ein sehr, sehr blödes Game gerade. Da habe ich ordentlich, also ich habe schlecht gespielt und ordentlich auf den Schlips bekommen. Kerfschlumpel, vielen lieben Dank. Sag mal, warum ist GP auf der ZSA-Seite eingerahmt? Wahrscheinlich, weil ich mit dem Pentakill gemacht habe, würde ich tippen. Das war, glaube ich, mein einziger Pentakill, den ich gemacht habe in der Serie hier. Hast du den Katzadin gespielt? Ja, wir haben alle Champions gespielt. Außer vier. Ich bin der gegnerische Jungler und ich camp dich. Cool. Komm doch bitte. Schickt sie alle mit, Kollege. Ich nehme dich hops. Wann hast du mit der ZSA-Reihe angefangen? Das ist ziemlich genau 30 Tage sind es jetzt, glaube ich. 30 oder 31 Tage. Also genau einen Monat hat das gedauert. Darf man wissen, mit wie viel Delay du spielst? Du kannst unten, hast du so ein kleines Zahnrad. Auf das kannst du draufklicken und dann siehst du den Delay, okay? Du musst auf dieses kleine Zahnrad unten klicken, dann kommt's. Wir können hier trappen, in dem Busch. Die sind ja vielleicht da noch drin, ne? Was war denn das? Da habe ich gerade aber Stielaugen gekriegt bei den Flips über die Wand, ey, und die Schiene. Was war das denn? Eieieiei. Der W-Start Z. Ja, da kennt er nix. Okay, also in dem Matchup, was ich gerne mache, weil ich spiele ja selber einen Xerath-Spieler, ne? Das heißt, was ich ganz gerne mache gegen Xerath, ist, dass ich den Xerath in den Turret pushe, weil Xerath gar nicht so leichte Zeit hat, am Anfang zu last-hitten, ohne seine Spells zu benutzen. Das mache ich persönlich immer ganz gerne. Da muss er unterm Turret last-hitten, ne? Wenn er euch pokt, dann sind auch die Minions immer schlecht angehittet und so. Und was ihr oft machen könnt gegen Xerath ist auch, dass ihr... Na, ihr könnt gucken und oft, wenn ihr euer Q so werft, als würdet ihr es werfen, um zu farmen, dann bleiben die Leute stehen. Das hat davor jetzt einmal ganz gut geklappt schon. Und dann könnt ihr manchmal die Leute halt snipen, weil sie denken, okay, ihr wollt nur farmen. Und jetzt müssen wir schnell reinpushen, weil da unten ist Aktion, ne? Okay, das Game ist leider schon gewonnen, ha? Hey, du wolltest mich doch campen! Rotri-Lol. Sag mal, wo bist denn du? Du bist ja 02, 4CS. Sag mal, das ist aber gar nicht gut jetzt. Ach, Rotri. Da muss ich sagen, bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht von der Performance. Schade, das wäre ein schöner Hit gewesen. Wäre sein First Strike. Ich meine, das First Strike im Early Game ist ehrlich gesagt die Last jetzt gerade.
Ihr könnt auch mit der Wall, ne? Ihr könnt die Wall auf den Gegner machen und dann ist sein First Strike weg. Weil eure Wall macht tatsächlich einen Schaden. Ich glaube, einen True Damage oder so macht die, ne? Das heißt, ihr könnt praktisch immer die Wall theoretisch benutzen, um First Strike wegzumachen. Aber das ist, also genau wie Trundle Pillar geht damit auch. So. Na, Minute 4, Ken Minion Wave. Ihr könnt hier immer ein Reset nehmen. Der ist relativ günstig. Normalerweise können Leute nicht reinpushen, die Wave. Verliert ihr 3 Melees oder so. Kann man als Pro-Player, wenn man zu schlecht im Ranked spielt, eine Geldstrafe bekommen? Was? Eine Geldstrafe, weil du zu schlecht bist? Ich glaube, also du musst, glaube ich, Diamond 2 oder so musst du erreichen, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Also das ist tatsächlich so. Also du musst, glaube ich, Diamond 2 plus sein, aber... Also das kannst du als Pro-Player echt nicht reißen, Diamond 2. Und dir passiert auch nichts, wenn du nicht Diamond 2 bist, ne? Also wenn du diese Leute... Ich glaube, da gab es mal einen, der war in NA, der hieß irgendwie Balls oder so hieß der. Und der hat auch ziemlich Balls gesackt vom Gameplay her. Und der hat, also in Solo-Queue war der irgendwie Diamond 3 oder so. Aber der hat trotzdem natürlich keine... Also du kriegst natürlich keine Strafe, ne? Ja. Promiscue schafft das. Na, Promiscue ist normalerweise immer sehr hoch. Außerdem ist der kein LEC-Spieler mehr, Promiscue. Vergesst das bitte nicht. Promiscue ist kein LEC-Spieler mehr. So. Ich glaube, im Competitive war Balls relativ gut, ja. Der war bloß kein Solo-Queue-Spieler. Ihr seht wahrscheinlich so ein bisschen, was das Problem ist gegen Xerath. Aber wenn ihr Level 6 seid und euer List Chapter habt, dann könnt ihr, wenn ihr gute Wall Traps setzt, könnt ihr ihn tatsächlich dann hopsen. Na, ihr braucht ja gute Wall Traps. Alter, was sind das für Lasts heute, Okay, ist da irgendwie. Da ist noch eine Honey Fruit, die können wir uns joinken schnell. Ja. Okay, jetzt können wir eigentlich für eine Walltrap gehen hier gerade. Wir haben genug Mana. Na, wenn er... Also das war schon gar nicht so schlecht. Wir haben noch genug Mana für eine weitere. Wenn wir zwei E's connecten können und ihn auf der Ult forcen, also Ult halten können, dann können wir ihn killen, ne? Ansonsten hard pushen wir jetzt einfach mit einer R in die Wave. Tatsächlich. Also einfach R in die Wave, hard pushen. Er ist auch reset, das ist actually sehr gut für uns. Weil Anivia kann schnell pushen. Ihr könntet hier für eine Platte gehen. Würde ich nicht empfehlen, aber ihr könntet hier natürlich für eine Platte gehen. Das sind zwei Autos, dann müsst ihr backen. Ist spielbar, ne? Aber das ist natürlich, ihr habt dann keinen Mana und Xerath kann euch zu sehr schlechten Recoils dann forcen. Er ultet hier auch die Wave, ne? Damit er nicht alles verliert. Das ist gar nicht so schlecht, weil jetzt die Platte wäre, glaube ich, sonst gestorben. Und jetzt können wir anfangen, aktiv zu werden auf der Lane. Welche Elo ist das gerade? Das ist Master Promo ist das hier. Master Promo. Master Promo ist doch Astralis, sondern die haben ihn gekickt. Ihn und White Knight haben sie gekickt. Oder auf die Bank gesetzt halt erstmal. Aber das, also... Ich meine, Promiscue hat jetzt die Season echt nicht so schlecht gespielt, muss man fairerweise sagen. Ne? Er hat natürlich kleine Momente des Inns, aber es war jetzt nicht so schlecht. Es ist immer Flash da, wenn er diese seitliche Wall bekommt. Das ist die klassische Wall Trap. Ihr könnt praktisch
den Laufweg eures Gegners bestimmen, wenn ihr das richtig macht. Und könnt dann euer Q schon werfen, wenn ihr gut genug als Anivia-Spieler seid. Wenn ihr dann einen richtigen Meisterspieler sehen möchtet mit dem Playstyle, müsst ihr Froggen anschauen. Ihr könnt praktisch den gegnerischen das schon wissen, wo er laufen muss. Und dann könnt ihr euer Q gleichzeitig mit der Wall machen. In solchen Situationen. Und das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr bitterer Tod gewesen für ihn, weil da kriegen wir nämlich extrem... Oh. Ich war so sicher, dass der unten ist. Ups. Ja. Okay. Das war nicht, was ich sehen wollte da. Das war überhaupt nicht, was ich sehen wollte. Alter, scheiße. Jetzt verliere ich extrem viel. Oh oh. Jetzt verliere ich extrem viel. Das war jetzt nicht so gut. Endspurt? Yes, sir. Jetzt ist Endspurt angesagt. Die Platten kriegt doch auch nicht nur die eine. So. Okay, der Vigo ist jetzt natürlich... Er hat noch keine Boots und war trotzdem so schnell, ha? Huh? Also das könnte von unten kommen. Mal rausgehen. Hm. Ihr seht, das große Problem mit Anivia. Das große Problem. Mana-Kosten. Die sind leider einfach ein wenig zu hoch aktuell. Oder die Mana-Items sind ein wenig zu schlecht, nehme ich an. Das wäre auch eine gute Erklärung. Okay, können wir einen neuen Control Ward stellen. Nächste Wave kriegen wir einen Lost Chapter Proc. Dann können wir vielleicht nochmal was probieren. Wir haben auch Ghost, dann können wir vielleicht gucken. Meaning in every snowflake. Ah, really? War kein Mana. Das ist die 2E-Kombo, die ich gemeint habe. Ne? Wenn ihr ein bisschen mehr Ability-Haste habt, ist die noch viel leichter zu spielen. Na, aber die ist schon beautiful. Muss man leider ein bisschen Turret-Damage tanken, aber hey. Right, die haben Xerath ult noch. So. Auch können an der Anivia kill 1v1? Naja, gute Frage, ne? Sehr, sehr gute Frage, Monsieur. Wie kann das sein mit dieser Anivia? Muss ein ziemlich krasser Ficker sein, ne? So, jetzt wird's mal einmal Richtung Lane. Schnell Richtung Lane. Wirst du den Challenger auch Ghost flashen? Also, das ist tatsächlich was, was, glaube ich, viele noch nicht wissen, aber es ist tatsächlich schon so, dass Ghost ziemlich broken ist aktuell, ne? Oh, schau, der ist da tot im Übrigen, wenn ich die Wall richtig setze. Also Ghost ist schon, oder Movement Speed allgemein, ist sehr broken. Ihr müsst mal den Playstyle ausprobieren. Auf vielen Control Mages, das löst halt die Probleme, die haben. Also ja, ich kann das sehr empfehlen, Ghost zu spielen. Das ist natürlich ein eigener Playstyle und bringt auch Schwächen mit, ganz klar, ne, bin ich voll bei euch. Bringt auch Schwächen mit. Aber ich kann das jedem nur wärmstens empfehlen, mal auszutesten. Oh, Entschuldigung.
Something ancient stirs. Ja. Ja. Alter, meine Wall ist völlig nutzlos. Erst fliegt der Nautilus durch und dann der Himmel down oder was? Was ist das für eine Mauer, ey? Da wird Trump wäre stolz, aber sonst? Was ist das denn? Schön, wenn ich darf. So, können wir die nächste noch pushen? Wundervoll. So, gehen wir einmal ganz kurz zurück hier. Jetzt als nächstes, also ich mag das auf Anivia ganz gerne, aber müsst ihr natürlich auch nicht bauen. Ne? Und danke an Beat Soldier, Psycho, Nels, Zehnman, Driller, einen wundervollen wünsch ich. Ich kann das schon richtig spüren, ey. Wir sind so kurz vorm Ende unserer Challenge, unseres Struggles. Es ist so kurz davor, ne? Nicht mehr lang, Leute. Gar nicht mehr lang. Was ist das hier? Ich könnte flashen, aber ich glaube nicht, dass er worth it ist für einen Supporter. Ist das hier schnell? Wir könnten theoretisch Toplane auch einmal ganken. Wenn der die Comp nimmt oder so. Think beyond one lifetime. Ärgerlich. Xerot hält unten. Ist eine große Herausforderung. Naja, das anscheinend Ahri bei meinem letzten Ahri-Gameplay. Ahri scheint noch eine ordentliche Herausforderung zu sein. Akshan könnte mal. Also, Akshan wird natürlich auch relativ genervt, ne? Mal schauen. Aber es ist eigentlich einer meiner besseren Champions, würde ich behaupten. Akshan. War zumindest. Ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt, aber er war zumindest einer meiner besseren Champions. Das. Nice. Very nice indeed. Ist das hier schnell? Schnell, können wir noch das hier nehmen? Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich nicht Everfrost dafür einsetzen müssen. Wir sind noch gar nicht beim coolen Punkt mit Anivia im Übrigen. Der kommt erst noch.
Schade, ey. Ich befürchte, wir werden hier zu schnell gewinnen, ne? Das ist so schade, dass wir immer bei dieser Challenge, das ist was, was mich echt ärgert. Ne, das sind so die Champions, das ist mein Playstyle, ne? Anivia, Victor, diese langsamen Control Mages. Und diese Champions dürfen wir halt nur sehr, sehr kurz spielen bei der Challenge, ne? Hoffentlich kommt der hier. Ich weiß nicht, aber der hat bestimmt hier Vision, aber wir probieren es einfach trotzdem, würde ich sagen. Nein! Nein! Aber ich hab ihn trotzdem. Oh, na mal dich. Nein! Oh, ich hab den Stun. Ich dachte, wenn ich drüber flashe und dann den praktisch mich in die Wand reinstelle, dodge ich den Stun. Desaster, guys. Absolutes Desaster vom Gameplay her. So, jetzt haben wir noch Sonyas und jetzt ist der Anivia-Bild eigentlich fertig. Jetzt sind wir sehr stark. Jetzt haben wir auch zwei Items mehr. Oh, nice, wir trollen. Sehr gut. Nein. Tu's nicht, Set. Du kannst das nicht. Ja, stirb! Was ist Set? Edward zwingt mich dazu, dich wieder nach einem Gruß zu fragen. Edward, ne? Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich weiß auch nicht, wer du bist. Aber, liebe Grüße an dich, der Goblin Lair, ne? Ja gut, Ekshi hat ja ziemlich gegrieft, ne? Also du solltest ihm vielleicht mal ein paar Pointer geben, wo er vielleicht spielerisch sich verbessern kann, ne? Weil das war echt kein gutes Gameplay. Aber ansonsten, ne? Wünsche ich dir natürlich, wo immer du gerade bist, ein wundervolles Leben und ganz viel Spaß weiterhin im Stream. Und ein tolles Jahr 2022. Na gut, das ist schon ein bisschen angefangen, aber du weißt, was ich meine. Und gib dem Kollegen Goblin Lair mal ein paar Pointer, wie er sich vielleicht verbessern kann, ne? Viel Glück da draußen, Edward. Ja, so. Ja, der ist ja so am Smurfen, der Set, ne? Holy shit. Das ist krass, ne? Das spiel ich gut. Hier nach oben. Welche Runden spielst du aber nicht mehr? Ich spiele gerade Meteor. Du kannst auch Face Rush spielen und viele bevorzugen auch Electrocute. Ganz viele lieben auch Ignite zum Beispiel auf Anivia für die Early Cheeses und All-Ins. Ne? Also es gibt eine Menge gute Wege, den zu bauen. Den Anivia zu bauen, Schicht. Wir sollten kurz beim Nash hier helfen. Machst du heute noch die Challenge fertig? Soweit der Plan. Wie viele Champions haben wir denn gerade noch? Wir haben Anivia, Ari, Akshan, Alistar. Das sind ja noch drei Champions. Weil das ist auf jeden Fall ein Win. Ich meine, actually sind das noch drei Champions. Das ist ja gar nicht so wenig. Wie viel Uhr haben wir denn? Hey, das ist schon 11? Na, das schaffen wir, oder? Das schaffen wir heute schon. Gar kein Problem. Das geht heute. Das geht sich easy aus. Der Arme, Der hat eine Rough Time da draußen. Okay, rettet mich irgendwer? Okay. Der hat einfach 430 AD. Holy shit, Mann. Der hat einfach 430 AD, der Kerl. Wenn er da gesteckt ist. Ich glaube, wenn er den gehittet hätte, der wäre einfach one-hit gewesen, ne? Krass. Das ist echt krass.
So, als nächstes würden wir jetzt auch noch Benjis gehen hier. Aber ihr könnt sehr Utility-lastig gehen. Ihr habt echt sehr viel Schaden, trotz alledem. Ich finde das beeindruckend, wie du mit 36 Jahren immer noch so gut performst. Aber ich bin keine 36 Jahre. Hey, 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 hey. Ich bin knackige 29. Okay, ich werde dieses Jahr... Ich habe echt die Angst vom 30-Jährigen. Aber ich hatte eigentlich immer Angst, wisst ihr, älter zu werden, weil es wird einem halt immer gesagt, dass die Reaktionszeiten so krass nachlassen. Ich habe bis jetzt... Vom Gefühl her wird man nicht schlechter, weil die Reaktionszeiten nachlassen, sondern weil man einfach... Wie soll ich das nennen? Einfach überspielt ist. So. Habe ich das Gefühl. Also du kannst vom Spiel ausbrennen, du kannst dich überspielen und da musst du wahnsinnig aufpassen vor. Dass du dir immer neue Aufgaben stellst, neue Challenges stellst. Lassen wir ihn leben, oder? Hey, 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 hey! Und jetzt? Okay. Nice, nice, nice. Ich hätte ihn leben gelassen, ne? Den Nautilus, aber der wollte dann plötzlich doch noch kämpfen. Oh. Der wunderschöne Ash Arrow Finish. Beautiful, Wie viele Zuschauer hast du eigentlich gemacht im letzten Jahr? Also ich habe dieses Jahr, diese Challenges kommen wahnsinnig gut an bei den Zuschauern. Also im Januar, das war der beste Monat bei dieser Climb Challenge, den ich jemals hatte. Wirklich, das war crazy, der Januar. Und diese Challenge jetzt war nicht ganz so krass, aber auch, also super viele Leute haben trotzdem mitgefiebert. Vielleicht auch einfach mal, weil ich richtig aufs Fressbrett bekommen habe bei der Challenge. Also wirklich, das war nicht schön, wie ich kassiert habe zwischendurch. Wenn ich da so Sachen wie Shaco und Varus und Zoe und das, was ich gestruggelt habe, ne, bei der Challenge. Der Zed kriegt hier den Honor. Das war so sick, das eine Play. Da ist er. Anivia, meine Damen und Herren. 3 Champions remaining. 3 Champions noch. Wir haben noch Alistar, Akshan und Ahri über.